Also der Grundansatz ist, dass Entwicklungen, globale Entwicklungen vorhanden sind, auf die Unternehmen reagieren müssen. Also zum Beispiel, dass Daten im größeren Umfang zur Verfügung stehen, in viel größeren Umfang, als wir das jemals hätten vorstellen können. Da ist ein Möglichkeitsraum aufgespannt, den man für sein Geschäft und zum Ausbau seines Geschäftes nutzen kann. Und wenn man das ernst nimmt, dann hat das auch eine Konsequenz fürs Innovationsmanagement. Denn das Innovationsmanagement schafft ja den Rahmen und die Bedingungen, damit man eben aus den Daten auch ein neues Produkt oder ein neues Geschäftsmodell entwickelt. Und das heißt, insofern ist es ein Trend, die Basis dafür, wo das Innovationsmanagement ansetzen kann. Und da ist der Zusammenhang. Ist nicht der Trend nicht sehr vergänglich? Das heißt, sobald das Trend ist, ist es ja schon wieder Vergangenheit. Inwieweit kann man da hier intervenieren bzw. auch auf den Zug aufsteigen? Ja, ich glaube auch nicht unbedingt, dass man Trends in sich identifizieren kann. Wir können Trends üblicherweise erst ex post, also nachher sehen, oh ja, da war ein Trend, den haben wir jetzt verpasst. Aber wir können natürlich, und das kann jedes Unternehmen für sich anschauen, gibt es größere Veränderungen in dem Umfeld, in dem wir agieren, auf die wir in irgendeiner Form reagieren müssen. Und da gibt es halt einige, also wie zum Beispiel große Menge an Daten und die Verfügbarkeit an großen Mengen an Daten. Das ist sicherlich ein Trend, der relevant ist. Es gibt einen anderen Trend, der sagt, der Bedarf an kombinierten Produkten, also wo physische Produkte und Services zusammenspielen, ist ein ganz relevanter Trend. Es gibt den Trend der Maker Economy, also da, wo Technologien uns in die Lage versetzen, andere Produktionssysteme aufzusetzen. Es gibt einen Trend in Bezug auf neue Materialien zum Beispiel. Also die ganze Fragestellung um Nanomaterialien oder Graphen, alles, das ist natürlich hochtechnologische Entwicklung, aber die plötzlich einen Möglichkeitsraum eröffnen, der vorher nicht da war. Und da kann das Innovationsmanagement ansetzen. Also ich glaube, der Paradigmenwechsel findet natürlich auf unterschiedlichen Ebenen statt. Viele Unternehmen haben diesen Paradigmenwechsel von längst vollzogen. Also für die ist gar kein Paradigmenwechsel. Schon längst erkannt, dass natürlich die Forschung und Entwicklung an sich allenfalls ein Inputfaktor ist, dafür, dass ich neue Produkte und Prozesse generieren kann, die dann mein Geschäft unterstützen. Der Paradigmenwechsel ist aber verzögert, vielleicht in anderen Bereichen. Also es ist öffentlich, im öffentlichen Bereich natürlich leichter, Forschung und Entwicklungsaufwand zu messen. Das kann ich übersetzen in Zahlen und damit ist es messbar, wo das Innovationsergebnis viel schwieriger messbar ist. Insofern, aber natürlich wollen wir eigentlich das Innovationsergebnis haben, weil das ist das, was wirtschaftlichen Erfolg sichert. Ob wir dafür viel oder wenig Input aufgewandt haben, das ist ein zu kurz gegriffenes Maß. Und deswegen ist ein Paradigmenwechsel notwendig. Wir müssen erkennen, dass es eben nicht nur Forschung und Entwicklung ist, sondern Forschung und Entwicklung in vielen Bereichen ein Grundpfeiler ist, aber darauf aufbauend Geschäftsentwicklung notwendig ist und dann reden wir über Innovation. Wo steht Österreich im internationalen Vergleich, wenn man diesen Paradigmenwechsel berücksichtigt? Also Österreich steht ja grundsätzlich gar nicht so schlecht. Wir warten mal, bis das Plümmeln vorbei ist. Österreich steht ja grundsätzlich gar nicht so schlecht im Paradigmenwechsel. Man sieht ja, viele österreichische Unternehmen sind sehr innovativ, haben auch ein Innovationsmanagement etabliert. Es gibt sicherlich noch eine ganze Reihe Unternehmen, die das verbessern können, ohne Frage. Aber die Grunderkenntnis auf der unternehmerischen Ebene ist schon ein gutes Stück gediehen. Es gibt sicherlich auch verschiedene Reifegrade, sodass natürlich kann man sich immer verbessern. In Bezug auf das das Erkennen, das Messen, das Fördern von Innovationen. Kann man vielleicht sagen, dass in Österreich noch sehr stark auf die Forschung und Entwicklung fokussiert wird, aus dem öffentlichen Bereich. Während andere Länder, insbesondere im skandinavischen Raum, schon vor Jahren sozusagen den Wechsel vollzogen haben in Richtung, wir müssen Innovationen schaffen, Innovationssysteme schaffen. Nicht nur auf unternehmerischer Ebene, sondern auch auf der regionalen oder nationalen Ebene. Also ich sagte es auch in meinem Vortrag, ich glaube, die Plattform für Innovationsmanagement ist relativ einzigartig, weil sie
Unternehmensvertreter versammelt, die Interesse haben am Innovation, Innovationsmanagement. Und wenn ich das über die letzten 10 Jahre vergleiche, dann und ich, ob die Plattform hat sicherlich auch einen Beitrag dazu geleistet, dann ist das Grundverständnis, das Kompetenzniveau in Bezug auf Innovation und wie muss ich das handhaben, ist ganz klar gestiegen in den letzten Jahren. Das war auch das, was ich vorhin meinte, der Paradigmenwechsel auf unternehmerischer Ebene ist großen Teil schon vollzogen. Und da tut sich viel, oder da hat sich viel getan. Und ich denke, die Plattform hat dazu beigetragen. Das ist ein Forum hier, wo Experten aus Unternehmen zum Innovationsmanagement zusammenkommen und in der Diskussion neue Perspektiven erschließen im Innovationsmanagement. Insofern, da ist auch noch viel Raum nach oben, aber deswegen auch für mich immer wieder interessant zu kommen, weil es ganz spannende Initiativen auch aus der Praxis heraus hier diskutiert werden.